Polen ist auf dem Weg, das Arsenal Europas zu werden. Die jüngste Einkaufstour umfasst über 1300 Abrams und K2 Panther-Panzer, 1400 Schützenpanzer, fast 700 Panzerhaubitzen, 486 HIMARS, 218 Mehrfachraketenwerfer, über 100 Kampfjets, 96 Apache-Hubschrauber, 8 Patriot-Batterien sowie Fregatten und U-Boote. Warschau plant außerdem, seinen Verteidigungshaushalt auf 4% seines BIP zu erhöhen und seine Streitkräfte auf 300.000 Mann zu verdoppeln. Langsam aber sicher entwickelt sich Polen zu einem militärischen Hegemon in Osteuropa und ehrlich gesagt muss es das auch sein. Polen liegt an der geopolitischen Autobahn Europas und ist der Dreh- und Angelpunkt, an dem das kontinentale Kräftegleichgewicht baumelt. Unter amerikanischem Schutz hat sich Polen zu einem Vorposten an der Grenze des russischen Einflusses entwickelt. Jetzt mit dem Krieg in der Ukraine ist die Angst in der Nachbarschaft so groß wie noch nie. Polen versucht, dieses Machtvakuum zu füllen, indem es sein Militär umkrempelt. Aber hat Polen das Zeug dazu, sich zu einer Militärmacht zu entwickeln? Wird Warschau in der Lage sein, in einer Zeit, in der ein Großteil Europas eine Rezession durchmacht, die Rechnung zu bezahlen? Vor Jahrhunderten war Polen eine der stärksten Mächte in Europa. Wird der Seeadler wieder aufsteigen oder werden ihm die Flügel gestutzt werden? Polens strategische Aussichten sind durch seine geografische Unsicherheit geprägt. Durch seine Lage in der nordeuropäischen Tiefebene war das Land mit seinen offenen Grenzen den Angriffen der Österreicher, Preußen, Russen und Osmanen ausgesetzt. Historisch gesehen bedeutet dies, dass sich Polens Grenzen häufig änderten. Die letzte große Änderung fand nach dem Zweiten Weltkrieg statt, als Josef Stalin den östlichen Teil des Landes an die Sowjetunion angliederte und Polen die eroberten deutschen Gebiete im Norden und Westen zugestand, wodurch das Land 200 Kilometer nach Westen verschoben wurde. Heute ist der einzige geografische Anker Polens die Weichsel. Aber das nützt wenig, da der Fluss das heutige Staatsgebiet in der Mitte durchschneidet. Ergo kann sich Warschau nicht auf geografische Befestigungen verlassen. Im modernen Kontext bedeutet das, dass es Abschreckung aufbauen und Bündnisse schließen muss, um ein Gleichgewicht gegen Russland zu schaffen. Das hat es durch die Integration in die EU und die NATO auch getan. In den letzten Jahren hat Polen jedoch versucht, seine Stärke nicht nur durch Integration, sondern auch durch den Ausbau seiner eigenen Fähigkeiten zu erhöhen. Im Jahr 2021 wurden geheime Regierungsinformationen an die Presse weitergegeben, wonach die jüngsten Militärausgaben darauf hindeuteten, dass Polen innerhalb von 5 Tagen einen Krieg gegen Russland verlieren würde, was der Auslöser für eine Stärkung des Landes war. Zu diesem Zweck hat Polen versucht, zu einem geopolitischen Dreh- und Angelpunkt zu werden und seinen regionalen Einfluss durch die Neuausrichtung Osteuropas entlang einer Nord-Süd-Achse und die Förderung von Infrastrukturen wie Autobahnen, Eisenbahnen, Flüssiggasterminals und Pipelines zu vergrößern. Dazu gehören Projekte wie die Drei-Meere-Initiative, eine Wiederbelebung des Intermarium-Konzepts der Zwischenkriegszeit. In dieser Hinsicht ist Warschau im Gleichschritt mit Washington, wie sein Widerstand gegen russisch-deutsche Projekte wie Nord Stream 2 zeigt. Darüber hinaus hat Polen versucht, seine Verteidigungspolitik innerhalb der Visegrad-Gruppe abzustimmen, einem 1991 gegründeten Block, dem Polen, Ungarn, Tschechien und die Slowakei angehören. Dazu gehört die Vertiefung der Verteidigungszusammenarbeit, einschließlich gemeinsamer Übungen und der Schaffung einer gemeinsamen Einsatztruppe. Nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine 2022 wurde die Zusammenarbeit noch intensiver und das polnische Parlament verabschiedete das Gesetz zur Landesverteidigung, das unter anderem den Verteidigungshaushalt erhöht, die Personalstärke vergrößert und die Ausbildung und Rekrutierung verbessert. Obwohl das Gesetz die Militärausgaben von 2,4 auf 3% des Bruttoinlandsprodukts erhöht, hat Polens Premierminister erklärt, dass Warschau die Ausgaben auf bis zu 4% erhöhen will und damit deutlich über dem NATO-Basisziel von 2% liegt. Eine solche Ausgabenlast wird für die polnischen Steuerzahler eine große Belastung darstellen. Diese Ausgaben sind jedoch erforderlich, wenn Warschau seine Streitkräfte von 115.000 Berufssoldaten und 32.000 Angehörigen der territorialen Verteidigungskräfte bis 2035 auf insgesamt 300.000 Mann aufstocken will. Damit wäre das polnische Militär das drittgrößte in der NATO und das größte auf dem europäischen Kontinent. Diese Personalaufstockung wird von neuer militärischer Ausrüstung begleitet. Im September 2022 unterzeichnete die PGZ, Polens staatliches Rüstungsunternehmen, eine Absichtserklärung mit dem südkoreanischen Megakonzern Hanwha Defense, dem größten Rüstungsunternehmen des Landes. Das Geschäft umfasst bis zu 1000 Kampfpanzer K2 Black Panther, 672 Panzerhaubitzen K9 Thunder und 48 leichte Kampfflugzeuge FA-50. Insgesamt könnte das Geschäft einen Wert von 15 Milliarden US-Dollar haben, was es zu Südkoreas größtem Waffendeal macht und Warschaus Militärlieferanten von Washington weg diversifiziert.
Dies schließt jedoch nicht aus, dass auch amerikanische Waffen importiert werden. Polen hat Verträge im Wert von 6 Milliarden US-Dollar über den Kauf von 250 verbesserten Abrams-Kampfpanzern und einer Reihe anderer Ausrüstung unterzeichnet. Im Februar 2023 genehmigte Washington die Lieferung von 18 HIMARS-Systemen samt Munition und 468 HIMARS-Werfermodulen, die in der Ukraine mit großem Erfolg gegen russische Munitionslager, Logistikzentren und militärische Infrastruktur eingesetzt wurden. In der Luft zieht die Initiative Shield of Poland auf die Stärkung der polnischen Fähigkeiten ab. Dazu gehört das 13 Milliarden US-Dollar teure NAREW-Programm, mit dem mehrere Luftabwehrsysteme der nächsten Generation, wie zum Beispiel Einheiten der SHORAD-Klasse, die mit KAM-Raketen ausgestattet sind, hergestellt werden sollen. Außerdem sollen 8 Patriot-Systeme beschafft werden, von denen 2 bereits geliefert wurden. Solche Maßnahmen erinnern an die Taktik in der Ukraine, wo Luftabwehrsysteme es Kiew ermöglicht haben, der überlegenen russischen Luftwaffe den Luftraum streitig zu machen. Alles in allem könnten Polens Beziehungen zu Washington, seine Rolle in regionalen Zusammenschlüssen und seinen Status als NATO-Grenzposten dem Land zusätzlich Gewicht im europäischen Kräfteverhältnis verleihen. Damit ist die Geschichte aber noch nicht zu Ende. Militärische Stärke ist nicht nur ein Druckmittel, sondern auch ein Überzeugungsinstrument. Warschaus Frontiermentalität mag es den Vereinigten Staaten gegenüber für Sicherheit der NATO attraktiv gemacht haben. Aber auf dem Kontinent machen dieselben Eigenschaften, die Polen zu einem Vorteil für die NATO machen, das Land auch zu einer Belastung für die EU. So hat Brüssel vor kurzem beim Europäischen Gerichtshof Bedenken geäußert, dass Polens Disziplinarsystem für Richter nicht mit dem EU-Recht vereinbar ist. Während Warschau zunächst versuchte, sich Brüssels Bemühungen um Änderungen zu widersetzen, veranlasste finanzieller Druck, einschließlich Geldstrafen in Höhe von mehr als 300 Millionen US-Dollar bis Dezember 2022, Polen schließlich dazu, rechtliche Reformen zu akzeptieren. Darüber hinaus haben die europäischen Staaten allgemeinere Bedenken über bürgerliche Freiheiten und andere Fragen der Rechtsstaatlichkeit geäußert. Polens Aufrüstung mag zwar seine militärische Macht stärken, aber es mangelt ihm an Softpower. Warschau ist nicht in der Lage, seine Außenwahrnehmung zu kontrollieren. Die polnische Regierung wird in den westlichen Medien ständig verunglimpft. Aber vielleicht noch problematischer sind die wirtschaftlichen Aspekte der polnischen Militärausgaben. Bogusław Paczek, ein polnischer Generalmajor, hat erklärt, dass Polen keine 10 Milliarden US-Dollar für fast 500 HIMARS-Systeme ausgeben muss. Im aktuellen Krieg ist die Ukraine bisher mit nur 18 Systemen ausgekommen. Daher dürften 100 Einheiten eher dem tatsächlichen Bedarf Polens entsprechen. Das gleiche Prinzip gilt für die anderen oben erwähnten militärischen Beschaffungen. Einige Analysen sind jedoch der Meinung, dass der Ausgabenplan der Regierung im Vorfeld der Wahlen im November 2023 eher einer Wahlkampfstrategie geschuldet ist als dem tatsächlichen Verteidigungsbedarf Polens. In Kriegszeiten ist die Sicherheitspolitik oft ein Wahlkampfthema und die Betonung des Ausmaßes von Polens militärischen Ambitionen versucht, Bedenken über die Undurchsichtigkeit von Verteidigungsverträgen oder die Tatsache, dass Warschau bereits Schwierigkeiten hatte, selbst bestehende Pläne zu finanzieren, zu übertönen. Die Tatsache, dass Polen auf die Zusammenarbeit mit den USA setzt, könnte auch seine Fähigkeiten untergraben, seine militärische Macht unabhängig auszuüben. Diese Tatsache wird durch die Präsenz von 10.000 amerikanischen Truppen auf polnischem Territorium noch verstärkt, deren Zahl in naher Zukunft noch steigen wird. Auch wenn die Interoperabilität den unmittelbaren Verteidigungsbedürfnissen Polens dient, können militärische Zusammenarbeit und Waffengeschäfte einseitige Abhängigkeiten schaffen. Vereinfacht gesagt, beherbergen Großmächte nicht die Militärbasen anderer Großmächte und sind auch nicht auf deren Verteidigung angewiesen. Man kann nicht wirklich eine Großmacht sein, wenn man Gastgeber für andere ist. Schließlich steht Warschaus enge Beziehungen zu den Vereinigten Staaten im Widerspruch zu Frankreichs Ziel der strategischen Autonomie. Die Franzosen wollen ein geopolitisches Gleichgewicht zwischen Nordamerika und Europa aufrechterhalten. Wenn sich Polen also weiter in das amerikanische Lager begibt, führt das zu Unstimmigkeiten innerhalb des europäischen Blocks, insbesondere mit Frankreich. Polen hat jedoch einfach nicht so viele Möglichkeiten. Seine flache Geografie macht es anfällig für physische Übergriffe. Angesichts eines feindlichen Russlands im Osten müssen die politischen Gesetzgeber ihre Beziehungen zu Frankreich und Amerika nutzen, um mehr regionales Gewicht zu erlangen. Wenn Polen jedoch den Status einer Großmacht anstrebt, muss es die Beziehungen zu Amerika und Frankreich zugunsten einer größeren Autarkie aufgeben. Und genau diese Aussicht beunruhigt Freund und Feind gleichermaßen. Sollte Polen, wie die Türkei im letzten Jahrzehnt, die militärische Kapazität erlangen, die seinem unabhängigen Streben entspricht, könnte es in den Augen der NATO schnell vom Liebling zum Aussätzigen werden. Schließlich war auch der Teufel einmal ein Engel. Das war Caspian Report. Vielen Dank fürs Zuschauen. Für neue Videos vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Wenn dir dieses Video gefallen hat, gefällt dir bestimmt auch dieses Video.
Wenn du uns unterstützen möchtest, findest du Infos dazu in der Beschreibung.